Aber neben mir der JL von der Stangebach Hopser, der Vorstand. Und traditionell 12 Uhr Carpaccio-Eischlage. Und erklären wir uns mal, was ist eine Carpaccio und wo kommt sie her und was ist die Tradition dahinter? Ja, Rolf, genau. Die Carpaccio ist eine kurzstielige Herdepeitsche, die früher ihre Ursprünge vermutlich in der Türkei hat oder im Osten, Südosten der Welt von uns gesehen. Wird schon seit Jahrhunderten dazu verwendet, eben Krach zu machen, um die Herde zusammenzuhalten, und hat irgendwann dann den Einzug in die Fastnacht gefunden, wo sie in große Nachbarorte wie Markdorf, Überlinge, Weingarten oder halt eben auch in kleinere Nachbardörfer wie Bischweier bei Rastatt Urlaufe oder Rastatt Oberachern, wo man heute auch ein paar Gäste dabei habe, so ein bisschen den Einzug in die hiesige Fastnacht gefunden hat. Wunderbar. So, gleich geht's los. Pünktlich um 12 Uhr, genau. Dann gehen wir von dann und dann gibt es natürlich das traditionelle Häsabstaube. Genau. Und da komme ich dazu. Da kommen wir auch dazu. Danke. Ich bin 18. Ich bin 21. Also auf euch. Schön, dass ihr da seid. Burg! Hexe! Burg! Hexe! Burg! Hexe! Was immer! Burg! Hexe! Warum? Aber gut ist! So, liebe Leute, ich hab's geschafft. Ich bin durch, bin ein bisschen sauber, bin nicht dreckig. Und RWK Privatmeter ist natürlich bereit für die Session 2024. Und wir werden wieder ganz live on Tour gehen. Alle Umzüge, die ich mit der Kamera mitfilme, werden live übertragen. Ebenso die beziehungsweise nicht die Bühnenveranstaltungen, und jedes Medium wird es natürlich auf USB stecken können, Smart TV oder auf der klassischen DVD. Und jetzt feiere ich nochmal schnell mit dem Dirk und dann frage ich mal, ob er wirklich sauber ist. So, jetzt habe ich sie, die zwei. Einmal der Dirk von der Eiskeller-Dämone und einmal der Michael von der Feuerhexe aus Elberschwier. Und die hatten natürlich letztes Jahr 55-jähriges Jubiläum. Gratulieren wir es euch natürlich nachträglich. So, und die zwei waren jetzt natürlich auch genauso hier beim Häsabstauber bei der Stangerbach-Hubser in Urlaufer. Und jetzt muss ich jetzt einfach mal fragen, wie dreckig wart ihr? Ja, also das Häs war schon extrem dreckig. Wir haben zwar unser Häsabstauber intern schon gemacht, aber die Gonsreinigung selber, die offizielle, das haben uns Hubser übernommen. Ja, was soll ich sagen? Meine Maske hängt halt das ganze Jahr im Wohnzimmer. Da war ein Haufen Spinnhudler da, aber sie haben es gut zu Ufer bekommen. Also dann kann ja die Saison ganz wohl getrost beginnen. Wir sind ja eigentlich schon richtig wieder drin. Es ist eine kurze Phase. Und für die kurze Phase kann ich noch was dazu sagen. Ja, also es ist echt eine knackige. Also wenn man bedenkt, dass in 5 Wochen oder 4 Wochen alles rum ist. Und jetzt alles Schlag auf Schlag geht. Wir haben nächstes Mal unser Dämonenball. 13.1. Dann am Phasensfrittet, eben schwieriger Feuerhexe-Ball, wo man sagt, da sind wir schon in der Hauptphasen. Also es wird schon extrem knackig jetzt. Genau. Ja, es geht jetzt Schlag auf Schlag. Nächste Woche unser Highlight, unsere Partnerzunft in Bad Buchau. Großes Narrentreffen, 4000 Hästräger, das ist im Bodenseeraum. Freuen wir uns, sind wir 3 Tage dort, 3 Tage Vollgas und richtig schön Festli machen. Genau. Also, wie gesagt, Bodenseekreis gehört natürlich zu der Hochburg der Fastnacht in unserer Zeit. Und ihr habt ja auch einen Stuhlkreis, oder? Ja, wir haben einen närrischen Stuhlkreis. Der existiert jetzt, glaube ich, circa 2020, Jahren Corona. Und ich muss sagen, es hat sich repatriiert. Wir sind fast über 80 Zünfte im Stuhlkreis. Und wir freuen uns sehr, der Marco, wie auch ich, beziehungsweise Joel vom Gremium, dass wir hier da sein dürfen und viele Vereine vom Stuhlkreis da sind. Und wir wünschen vom Stuhlkreis alles Gute und viel Erfolg noch in der nächsten Kampagne. Ja, dem ist fast nichts mehr hinzuzufügen. Wir haben eine tolle Gemeinschaft in dem närrischen Stuhlkreis mittlerweile entwickeln können, den der 11.11. mittlerweile mit Bauhöfers zusammen organisieren. Das ist eine wunderbare Gemeinschaft und gern tun wir dann auch mit den Stangebachhopsern natürlich dienen. Genau, und der Zusammenhalt, der klappt dann auch natürlich. Und ihr werdet mich natürlich auch natürlich sehen, wie gesagt, jetzt kommt der Trailer mit den ganzen Terminen vorne drauf. Und wenn ihr natürlich die klassische DVD haben wollt, könnt ihr die natürlich haben. Alle Umzüge werden live übertragen, planmäßig.
Und die ganzen Bühnenveranstaltungen gibt es natürlich auch entweder als DVD oder als USB-Medienstick für euer geiles Magic Show. Bis die Tage. We'll be right back.